Mein Name ist Christoph Leichtfeis und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Das Umfeld ist sehr freundlich. Sie werden es alle gelesen, respektive gesehen haben. Der DAX auf Allzeithoch, MDAX auf Allzeithoch, verschiedene US-amerikanische Indizes ebenfalls auf historischen Höchstständen. Gleichzeitig eine Schwankungsbreite der Kapitalmärkte, die man selten so niedrig erlebt hat. Friede, Freude, Eierkuchen, aktuell an den internationalen Kapitalmärkten. Vorbei die Zeiten, als wir uns über die Euro-Krise Gedanken machten, als Staatsschulden in den USA ein Thema waren, als sich die Marktteilnehmer über Donald Trump Sorgen machten und auch viele andere Themen diskutierten. Sie merken schon, wir sind natürlich erfreut über die Entwicklung. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle den Finger in die Wunde legen. Und das soll das Thema der nächsten halben Stunde sein, Ihnen vor allem auch Denkanstöße zu liefern für die eigene Depotstruktur und Sie auch hier entsprechend zu sensibilisieren, sich nicht nur eine Meinung anzuhören, weil am Ende des Tages, auch wenn alles fundiert und ich hoffe für Sie plausibel und nachvollziehbar klingen mag, so ist es doch wichtig, dass Sie am Ende des Tages aus dieser Zeit, die Sie sich hier freundlicherweise nehmen, entsprechende Mehrwerte für die eigene Depot- und Vermögensstrukturierung hier mitnehmen, respektive auch natürlich gerne den Dialog mit uns suchen. Wir steigen auch direkt ein und ich möchte mal klar machen, dass es nichts schön zu reden gibt, sondern es gibt viel zu tun, auch wenn Sie vielleicht der Meinung sind, dass momentan aufgrund der Börsenkurse und der sehr positiven Entwicklung in jüngster Vergangenheit eigentlich der Handlungsbedarf relativ niedrig ist, so möchte ich Sie dennoch dafür sensibilisieren, dass aus unserer Perspektive der handwerkliche Bedarf relativ groß ist. Wir sind mit einer Situation konfrontiert, bei der wir sehr, sehr niedrige Zinsen haben, sowohl auf nomineller Basis als auch unter Einbeziehung von Inflation. Und wir haben vor allem Interventionen durch nicht wirtschaftlich denkende Marktteilnehmer und das sind hier natürlich die Notenbanken. Auf der einen Seite haben die Notenbanken die Kapitalmärkte mit Liquidität geflutet. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass wir Effekte haben, die dazu führen, dass wir nicht nur eine Knappheit an risikolosen Investitionsmöglichkeiten haben, wie wir das klassischerweise von Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen sicherster Bonität sehen, sondern dass wir insgesamt auch einen Wettkampf haben um produktive und Rendite verheißende Vermögenswerte. Ein schönes Beispiel, das ist die Schweizer Notenbank, die SNB. Diese hat zur Stabilisierung des Schweizer Frankens und zur Verteidigung des Frankens gegen weitere Aufwertungen Schweizer Franken, auf gut Deutsch gesprochen, produziert, hat diese am Markt abverkauft, hat sie in andere Währungen getauscht und im Ergebnis haben wir also ein zusätzliches Angebot am Schweizer Franken erhalten. Man hat andere Währungen gekauft und im Ergebnis hat man diese Liquidität, die hier leistungslos entstanden ist, genutzt, um sich zum Beispiel an produktiven Vermögenswerten zu beteiligen, wie beispielsweise US-Aktien aus dem Technologiesektor. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass die Digitalisierung und der Fortschritt dazu führen, dass die Ursprungsfunktion der Börse, also Personen mit Ideen und ohne Kapital, mit Personen ohne Ideen, aber mit Kapital zusammenzubringen, dass die immer geringer wird, weil wir hier letztendlich natürlich auch Crowdfunding haben und andere Prozesse, Direktunternehmensbeteiligung von vermögenden Familien, die eben dazu führen, dass man nicht mehr unbedingt an die Börse gehen muss, um sich hier Kapital zu beschaffen. Gleichzeitig, auch da sehen wir diese sehr niedrigen Zinsen und diese Thematik, dass auch viele Finanzvorstände und Unternehmen noch unter dem Eindruck der Finanz- und Liquiditätskrise leiden, dass sie eher die niedrigen Zinsen nutzen, eigene Aktien zurückzukaufen. Nun ja, bei einer Eigenkapitalrendite von 6, 7 oder 8% im eigenen Unternehmen und einem Kredit, den sie als Unternehmen zu 1,5% am Kapitalmarkt bekommen, liegt das natürlich auch auf der Hand, sich zu verschulden, um dementsprechend hier eigene Aktien zurückzukaufen und den Gewinn pro Aktie zu erhöhen. Also das ist ein Thema und wir sehen natürlich auch, dass Investoren häufig Investitionen tätigen, die nicht ihrer Risikoneigung entsprechen. Das tun sie beispielsweise sehr aktiv, indem sie zum Beispiel, wenn sie früher in Staatsanleihen investiert haben, heute in Unternehmensanleihen investieren oder wenn sie früher in Unternehmensanleihen guter Bonität investiert haben, dann investieren sie heute auch mal in Unternehmensanleihen schwächerer Bonität. Oder auch, dass sich Investoren in Immobilien und Aktieninvestments bewegen, die vielleicht gar nicht zur finanziellen Risikobereitschaft passen. Also der Anlagenotstand ist vorhanden. Gleichzeitig sehen wir auch die Thematik, dass wir eine Gleichschaltung vieler Investoren haben nach 7 bis 8 Jahren sehr positiver Wertentwicklung an den internationalen Kapitalmärkten, ist das Thema passives Investieren
typischerweise auf Basis Marktkapitalisierungsgewichte der Indizes sehr stark en vogue. Das Thema Indexfonds, ETFs spielt ja eine sehr große Rolle. Und ich glaube, dass wir aufgrund der Regulierung, die auch ab 2018 greifen wird, Stichwort MiFID II, werden wir das Thema noch verstärkter sehen können. Und die Kombination aus diesen indexorientierten Investoren plus Computer und quantitativ gestützte Handelsmodelle, die ihre Anlageentscheidungen auch nicht über einzelne Aktien oder Anleihen, sondern über Terminmärkte, also Futures umsetzen, die auch wiederum indexbasiert sind, sehen wir einen sehr, sehr großen Trend auf indexbasierte Investments, und das führt natürlich dazu, dass wir diese Marktkapitalisierungsindizes, in denen Unternehmen, die etwas teurer sind und Unternehmen, die eine hohe Marktkapitalisierung haben, eben höher gewichten und das andere Unternehmensgrößen respektive Bewertungen und Anlagestile hier zurückbleiben. Und Sie wissen alle, wie das ist. Man kauft gerne das, was in der jüngeren Vergangenheit gut gelaufen ist. Und das Problem ist nun, dass auch Anleger, die sehr diszipliniert sind, langsam darüber anzufangen, sich Gedanken zu machen, ob man wirklich noch auf den Preis schauen sollte oder einfach das Marktportfolio kaufen sollte, weil es alle kaufen, damit man eben hier entsprechend mitschwimmen kann. Ich glaube, diese Gleichschaltung, die ist nicht nur positiv zu werten. Und das macht das ganze System natürlich auch etwas anfälliger für Rückschläge, weil wir dann keine fundamentalen Gründe brauchen, sondern Investoren werden einfach beispielsweise aufgrund steigender Volatilität ihre Positionen reduzieren, weil es eben das Handelssystem sagt. Und wenn dann der Future hier entsprechend abgebaut wird oder über Futures Marktpositionen reduziert werden, dann sehen wir eben relativ schnelle und durchaus auch harte Bewegungen. Also genau das Gegenteil von dem, was wir in den letzten Monaten hier positiv erfahren durften. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass die Risikomodelle, die in vielen Fällen eingesetzt werden, die auch momentan teilweise marktschreierisch von neuen Marktteilnehmern propagiert werden, in vielen Fällen noch alter Wein in neuen Schläuchen sind, weil wir diese Konstellation am Kapitalmarkt bisher so gar nicht beobachtet haben. In alle Vermögensklassen geht einheitlich dieses extrem niedrige Zinsniveau mit ein und dementsprechend die Gefahr von Rückschlägen, die Sie nicht aus rückwärts gerichteten Systemen berechnen können, respektive da auch die über das Zahlenmaterial gar nicht abbildbar sind, dieses Risiko nimmt natürlich zu. Und im Kern, das muss man wirklich unterstreichen, echte Risikostreuung, die wird deutlich schwieriger, weil in der heutigen Welt auch immer mehr Vermögensklassen liquide gehandelt werden. Und dieses liquide Machen von Vermögensklassen, die bisher schwerer zugänglich waren, die führte dazu, dass die Diversifikation insgesamt schwieriger zu erreichen ist. Und meines Erachtens ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, auf das man momentan den Fokus legen sollte. Grundsätzlich gilt, früher haben wir uns bewegt, um etwas mehr Rendite zu generieren. Wem die 2, 3, 4% auf dem Tagesgeldkonto nicht ausreichen, der musste eben diesen sicheren Zins aufgeben, musste sich in Unternehmensanleihen bewegen, musste also Ausfallrisiken tragen oder wurde Unternehmer, hat sich über die Aktien beteiligt an einem Produktivkapital der globalen Wirtschaft. Heute müssen wir sagen, wir müssen uns bewegen, nicht damit es besser wird, sondern damit es nicht schlechter wird und vor allem auch nochmal hier den Rückschlag oder den Rückgriff auf das Thema Risikostreuung, um die Risikostreuung herzustellen, die wir in der Vergangenheit ohnehin gewohnt waren. Also mehr tun ist mit Sicherheit angesagt. Ich habe Ihnen jetzt nun einige konkrete Beispiele aus der Beratungspraxis mitgebracht und ich möchte direkt einsteigen mit einem sehr simplen Thema, und das ein sehr einfacher Fall. Sie sehen, der Anleger hat im Jahr 2008, also vor Einführung der Abgeltungssteuer, Sie können das hier sehen, hat er sein Vermögen wie folgt verteilt. Sie sehen, er hat damals einen Indexfonds gekauft, der die Dividendenperlen aus dem DAX hier zusammenfasst. Damals hat er rund 43% in diesen Markt investiert. Dann hat er noch aufgrund der Inflationsgefahr in entsprechend Rohstoffe investiert mit rund 28% und die anderen 28% hat er in langfristige oder mittelfristige deutsche Staatsanleihen investiert. Der Anleger hat seitdem nichts verändert, also er hat wirklich überhaupt keine Transaktion vorgenommen. Und was Sie hier sehen, dass wir durch die Wertentwicklung der Vergangenheit sehen wir, dass der Aktienanteil sehr, sehr stark angestiegen ist von 43% auf fast 70%. Das heißt, im Moment seines Kaufs, Ende 2008, hatten wir eine Bewertung am Aktienmarkt, die sehr, sehr niedrig war. Und er hatte eine Aktienquote von roundabout 40%. Jetzt sehen wir ein Bewertungsniveau am Aktienmarkt, was deutlich höher ist. Und gleichzeitig ist sein Aktienanteil massiv gestiegen. Und der Anlagehorizont des konkreten Anlegers ist auch nochmal um
rund 9 Jahre kürzer, einfach weil dieser Zeitraum vergangen ist. Die Rohstoffe, das sehen Sie auch, die Rohstoffe, der Anteil hat sich von rund 28% auf 12,5% reduziert und das, obwohl die Rohstoffe unter den breiten Vermögensklassen aktuell die schlechteste Wertentwicklung hatten seit der Finanzkrise. Also das, was relativ gesehen schlechter gelaufen ist, ist im Portfolio nun deutlich weniger vertreten. Und Sie sehen, die Staatsanleihen haben sich auch reduziert von 28% auf 20%. Also alles in allem, was wir hier sehen, der Anleger hat noch die gleichen Portfoliopositionen im Depot, aber aufgrund der Wertentwicklung und der unterschiedlichen Entwicklung haben sich die Gewichte massiv verschoben. Gleichzeitig können sich auch noch die Indizes, die diese Indexfonds hier abbilden, massiv verändert haben. Exemplarisch natürlich für die Aktienmärkte, die Bewertungslevel sind heute andere als im Jahr 2008. Bei den Rentenindizes kann man relativ pauschal sagen, sie haben heute längere Restlaufzeiten bei niedrigeren Renditen und schlechterer Kreditqualität. Das heißt, selbst wenn Ihre Meinung heute noch so ist wie vor 6 bis 7 Jahren, müsste man heute sagen, ich baue etwas Kredit- und Laufzeitrisiko ab. Nicht, weil sich meine Meinung geändert hat, sondern um mein Risiko so zu halten, wie es vor einigen Jahren der Fall war. Also, das ist ein großes Thema und ich glaube, das macht besonders Sinn, sich nun anzuschauen, wo wir sehr niedrige Renditen haben, also sehr starke Kursentwicklung bei den Renten und Rentenindizes und wo wir natürlich auch an den Aktienmärkten Höchststände haben, unabhängig davon, ob Sie glauben, dass der Aktienmarkt weiter steigt oder dass er stark fallen könnte. Hier geht es einfach um das Thema, ein gewünschtes Risikoprofil konstant zu halten, um in Krisenphasen nicht überproportional zu leiden. Deswegen ein sehr, sehr wichtiges Thema, das Thema finanzielle Risikobereitschaft. Man kann das auf wissenschaftlicher Basis messen. Der Anbieter, der das aus unserer Perspektive sehr, sehr fundiert tut, der kommt aus Australien. Netterweise sind die Fragen, sind rund 25 hier im Fragebogen, auch auf Deutsch. Und was man sich hier genau anschaut, ist, wie ist eigentlich der Anteil von Wachstumswerten mit Schwankungschancen und Schwankungsrisiken im Portfolio. Sie sehen hier im konkreten Anlegerfall rund 78% Wertpapiere mit Schwankungsrisiken. Die Zielquote, die sich der Kunde gesetzt hat, die war eigentlich rund 50%, also Sie sehen, deutlich niedriger. Und die Quote, die er eigentlich aufgrund der finanziellen Risikobereitschaft und der Erhebung haben sollte, die liegt nochmal deutlich niedriger. Also Sie sehen schon, hier tut sich ein relativ großes Gap, eine relativ große Lücke auf und jenseits jeglicher Meinung zum Aktienanleihen oder den Edelmetallmärkten muss man ganz klar sagen, die Entwicklungen sind schon ein Grund, dass man sich mal mit diesem Thema beschäftigen sollte. Sie können diesen Fragebogen anfordern bei uns, hab's auch im Feedback-Formular mit drin, sind 25 Fragen, kostet Sie nichts, ist Teil bei uns des Beratungsprozesses, aber gibt jedem Anleger unabhängig vom persönlichen Kontakt mit uns ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie ist eigentlich seine finanzielle Risikobereitschaft. Und ich betone es nochmal, nach 9 Jahren Börse ohne große Unfälle ist es mit Sicherheit sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und lieber heute eine Anpassung vorzunehmen, als in Krisenphasen überrascht zu werden. Ansonsten auch das ein Thema, wir reden heute mal über das Negative, und zwar über die Verlustwahrscheinlichkeiten. Das macht besonders Sinn in einem Umfeld, wo wir lange Zeit keine größeren Korrekturen hatten, wo wir teilweise rekordlange Dauern an Tagen haben mit sehr, sehr geringer Schwankungsbreite. Also wir sind hier sehr, sehr verwöhnt und wir sollten uns dementsprechend mal auf Basis längerer Zeitreihen klar machen, wie hoch ist eigentlich das maximale Verlustrisiko in unserem Portfolio auf Basis gewisser Wahrscheinlichkeitsbänder und auch das kann man eben entsprechend hier analysieren und ich sage es nochmal, das macht natürlich Sinn, bevor die Kurse sich hier entsprechend reduzieren. Deswegen Depotanalyse unter verschiedenen Perspektiven, hier nochmal die Auswertung eines realen Kundenportfolios und was Sie hier schon sehen, ist natürlich einmal die Auswertung, wie sieht es mit der Schwankungsbreite aus, Stichwort Volatilität, wie sieht es aus beim maximalen Verlust, wie ist das Risiko verteilt im Portfolio entsprechend und eine sehr, sehr wichtige Kennzahl, die zwar oft besprochen wird, alle wollen ja Risikostreuung erzielen, aber dass man im Nachhinein mal misst und sagt, wie gut war mein Portfolio eigentlich diversifiziert und wie gut ist mein Portfolio nach vorne hin risikogestreut, das passiert selten, das machen wir hier mit der Depotanalyse sichtbar, dazu natürlich noch die Wertentwicklung schaut man sich an und das Thema Effizienz, was Schwankungsbreite zu gewinnen betrifft. Aber wir sehen schon, das ist ein wesentliches Thema und vor allem hierauf auf dieses Diversification Ratio, also die Anzeige, wie gut mein Portfolio diversifiziert ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und was wir sehen ist, in vielen Kundenportfolios aufgrund der stark gelaufenen
Märkte, die Aktienquote teilweise höher als gewünscht, die Diversifizierung im Aktienportfolio häufig relativ schwach und die Rentenindizes, ich habe es eben schon angeführt, die haben sich doch dramatisch verändert, sodass ihre Diversifikation heute deutlich schlechter ist als vor 3, 4 Jahren, selbst wenn sie selbst keine Transaktionen vorgenommen haben. Also das ist ein wichtiges Thema, handwerklich, und auch da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, weil es wird viel darüber philosophiert und diskutiert, ob die Zinsen steigen, ob die Zinsen fallen, wie die Europäische Zentralbank ihr Anleiheaufkaufprogramm umsetzen würde, falls die Inflation im ersten oder zweiten Quartal 2018 doch in der Eurozone steigt. Das sind alles Themen, über die Sie diskutieren können. Deswegen, hier habe ich Ihnen das mal mitgebracht. Es geht ja nicht nur darum, einen gewissen Prozentsatz Aktien im Portfolio zu halten, sondern auch zu verstehen, wie diese Aktientitel sich verhalten, weil es macht schon einen Unterschied, ob Sie ein Unternehmen wie BHP Billiton haben, die sehr stark im Minen- und Bergbausektor aktiv sind, also sehr, sehr zyklisch, oder ob Sie ein Unternehmen wie Nestle haben oder Johnson & Johnson, die doch eher Güter und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die im täglichen Gebrauch immer genutzt werden, egal ob es der Konjunktur besonders gut oder schlecht geht. Und das ist ein wichtiges Thema, weil Sie sehen es hier, wir haben hier Aktien, die zinssensibel sind, mit rund 28% am Aktienportfolio gemessen. Wir haben hier defensive Titel mit rund 43%. Und wenn Sie das mal aufaddieren, dann stellen Sie fest, dass rund 72% der Aktienquote des Portfolios hier sehr, sehr defensiv, sehr, sehr zinssensibel sind. Also in den Sektoren, die tendenziell nach der Finanzkrise am besten gelaufen sind, die natürlich auch am teuersten sind und die auch in Kombination mit der Anleihenquote wahrscheinlich gemeinsam leiden werden, weil wenn wir wirklich noch steigende Zinsen respektive Überraschungen bei der Inflationsrate erleben sollten, nicht auf 3 Monate, aber vielleicht auf Sicht der nächsten 12 Monate, dann haben wir natürlich das Thema, dass gerade diese defensiven und sensiblen Sektoren auf der Zinsseite eher leiden werden und die zyklischen Sektoren, wie beispielsweise Rohstoffe, die würden sich gut entwickeln und dementsprechend der Blick auf das Portfolio insgesamt sehr, sehr sinnvoll. Und wenn Sie hier eine Mischung aus Indexfonds, aktiven Managern, vermögensverwaltenden Fonds haben, dann geht diese Transparenz oft verloren. Und wenn am Ende des Tages die zwar verschiedene Töpfe haben, aber alle Töpfe im Ergebnis etwas generieren, was einseitig ausgerichtet ist, dann tut das in Phasen wie diesen, die sehr positiv sind, nicht weh. Aber es wird natürlich sehr schmerzhaft, wenn wir Ereignisse haben, die diese einseitige Ausrichtung massiv treffen würden. Also, wichtiges Thema. Dementsprechend sollte man sich das anschauen, vor allem auch Überschneidungen im Portfolio. Wie gesagt, das ist auch ein realer Kundenfall. Der Kunde hat das mitgebracht, der hat sein Portfolio immer selbst gesteuert, da waren immer nur ETFs drin, hat auch recht gut zusammengestellt. Aber was Sie hier sehen, ist, über seine kompletten Portfolios, respektive Indexfonds, sehen Sie hier, naja, okay, die größten Positionen. Wir haben ja die Enel mit 2%, wir haben ja die Iberdrola mit 2%, wir haben die NGSA, dann haben wir die E.ON, und wenn Sie das mal zusammenaddieren, dann sehen Sie hier 2% plus 2 sind 4, 5,3%, 6,6%, also 6,6% des Portfolios stecken allein in 4 großkapitalisierten Titeln drin, alles Versorger. Und wir sehen oft, dass Anleger dann überrascht sind, wenn sie ihr Portfolio mal so transparent aufgeschlüsselt bekommen, weil Indexfonds bilden eben Indizes ab, und wer nicht weiß, wie Indizes investieren, hat natürlich das Risiko, hier entsprechende Klumpenrisiken aufzubauen. Deswegen Indexfonds, schönes Instrument, genauso wie aktive Fonds, auch schöne Instrumente, aber das Gesamtergebnis auf Depot-Ebene, das muss eben stimmen, und das gilt es hier transparent zu machen, um keine Klumpenrisiken hier entsprechend zu kreieren, so zumindest die Depot-Analysen hier bei uns. Kommen wir noch mal kurz zum Thema richtige Erwartungshaltung und Disziplin. Ich glaube, das sind entscheidende Faktoren, und ich gehe bewusst noch mal darauf ein, weil das etwas ist, was Sie selten in der Zeitung lesen, weil die Schlagzeilen einfach nicht groß genug sind. Sie lesen in der Zeitung nach dem Brexit-Referendum als Beispiel oder bei NTV die Push-Nachrichten damals: DAX-Leitindex vorbörslich 10% im Minus, Eurostoxx 50 vorbörslich 12% im Minus. Also immer diese riesengroßen Schlagzeilen mit großen Zahlen, die werden natürlich geklickt, aber wenn wir uns das wirklich mal anschauen und als Basis ein global diversifiziertes Portfolio nehmen, beispielsweise aus hälftig Aktien und hälftig Anleihen, was glaube ich eher dem entspricht, was ein privater Anleger halten würde, dann hatten wir im Rahmen des Brexit-Referendums eine Kursbewegung von 2%. Aber 2% sind eben keine Schlagzeile, und dementsprechend hier nochmal das auch dargestellt. Was Sie hier sehen, ist für ein sehr simples Portfolio aus 60% globaler Aktienmarkt, 40% kurzlaufenden Staatsanleihen, monatlich wieder in diesem Verhältnis hergestellt. Sehen Sie mal die Entwicklung nach
großen Krisen oder auch quasi, sie haben am Hochpunkt investiert, dann kam die Krise und die Frage, die man sich nun stellt, ist, wie war mein Depotstand nach einem Jahr, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren? Also die verschiedenen Farben stehen symbolisch entsprechend hier für die unterschiedlichen vergangenen Jahre. Und was Sie hier sehen, Börsencrash 1987, da sehen Sie, okay, wir waren relativ schnell, nach einem Jahr waren wir schon wieder 18% im Plus. Wir sehen im Endeffekt hier auch Savings and Loan Crisis, Sparkassenkrise USA. Naja gut, nach 3 Jahren war ich 3% im Minus, aber nach 5 Jahren war ich 34% im Plus. Das Ganze können Sie nun so durchziehen über die Asienkrise, über die Dotcom-Bubble, aber auch über den Terroranschlag vom 11. September 2001. Auch da sehen Sie, okay, nach 5 Jahren war ich schon wieder 20% im Plus. Und auch hier Lehman Brothers, da sehen Sie es entsprechend auch hier entsprechend angegeben. Ja, es hat alles ganz gut funktioniert. Basis ist aber natürlich Disziplin. Sprich, wenn die Kurse mal stark steigen, auch entsprechend hier Aktienpositionen abbauen. Wenn die Kurse fallen, sichere Staatsanleihen verkaufen, günstiger gewordene Aktien kaufen. Also dieses Thema Disziplin ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ist ein bisschen wie mit der Ernährung. Eigentlich müsste jeder von uns einen Waschbrettbauch haben, weil wir wissen ja alle, wenig Kohlenhydrate, keinen weißen Zucker. Ein bisschen High-Intensity-Training bringt mehr als Joggen und grundsätzlich ist der Nachbrenneffekt, was den Kalorienbedarf betrifft, bei Krafttraining mit schweren Gewichten besser, als wenn Sie eben eine Runde joggen gehen. Aber wenn Sie durch die Straßen gehen, nicht jeder hat einen Waschbrettbauch und so ein bisschen ist es auch bei der Geldanlage. Man kann viel lesen, man kann sich viele Videos anschauen, man kann ein bisschen in Büchern blättern und den Experten und Gurus zuhören. Am Ende des Tages hängt es an der Disziplin. Und ich glaube, die Grafik zeigt das sehr, sehr eindeutig und das sollte auch die Erwartungshaltung sein, wenn wir hier entsprechend in die Kapitalmärkte investieren. Die Berechnungsgrundlagen und Hinweise habe ich Ihnen nochmal mitgebracht, aber ganz vereinfacht gesprochen. 60% globale Aktien, 40% kurzlaufende Staatsanleihen weltweit. Monatlich wurden die neu gewichtet. Die Aktien hat man ohne Währungsabsicherung gehabt, die Anleihen eben mit Währungsabsicherung zum Euro. Und natürlich sind diese Rückrechnungen keine Garantie für die Zukunft, aber ich glaube, das ist uns allen klar. Nur weil Sie sich einmal haben scheiden lassen, muss die zweite Ehe nicht auch geschieden werden. Nur weil Sie einmal auf dem Weg zur Arbeit keinen Unfall hatten, werden Sie das nächste Mal auch keinen haben. Die Zukunft ist ja natürlich nicht vorhersehbar, aber es zeigt sehr, sehr deutlich, wenn Sie ein diversifiziertes Portfolio haben und diszipliniert sind, dann waren am Kapitalmarkt durchaus interessante Renditen möglich. Soweit die meines Erachtens wichtigsten Themen, aber wir wollen Sie natürlich nicht allein lassen, was den aktuellen Stand der Konjunktur betrifft und ich habe es hier mal mitgebracht, was wir ganz klar sagen müssen, wir haben einen globalen, synchronen, globalen Aufschwung. Also sprich, von den 45 größten Volkswirtschaften sind alle im Aufschwung, sowohl für 2017 als auch für 2018 erwartet. Globales Wirtschaftswachstum weltweit wird auch auf 3,7, vielleicht sogar Richtung 4% gehen. Also das ist soweit wunderbar und überrascht auch durchaus positiv, wenn Sie mal die Schlagzeilen der letzten Jahre nehmen. Also die Konjunktur durchaus positiv überrascht, wohl wissen natürlich, dass wir strukturell, sei es das Thema Schulden, sei es das Thema Globalisierung, Digitalisierung, da haben wir viele, viele Aufgaben, die noch vor uns liegen. Aber für den Moment und für die Kapitalanlage muss man momentan sagen, das, was uns interessiert, das ist die Konjunktur, weil die Konjunktur ist wichtig für die Unternehmensgewinne. Die Unternehmensgewinne sind wichtig für die Bewertung der Aktienpreise, respektive natürlich auch für die Fähigkeiten von Unternehmen, ihre aufgenommenen Schulden zu bedienen, was den Zins betrifft, aber auch zurückzuführen, was eben die Tilgung am Ende der Laufzeit angeht. Schauen wir uns Deutschland kurz an. Sie sehen hier den Geschäftsklima-Index, wo man die Unternehmen befragt. Was soll man dazu sagen? Die dunkelblaue Linie zeigt Ihnen die aktuelle Lage. Das Orangene zeigt Ihnen die Erwartungen auf die nächsten 6 Monate. Die aktuelle Lage, da sind wir fast auf Allzeithoch. Also da sind wir wirklich auf einem extrem positiven Niveau. Aber auch die Erwartungen an die nächsten 6 Monate sind durchaus positiv. Und wenn Sie hier mal schauen, die Differenz zwischen der aktuellen Lage in dunkelblau und den Erwartungen in rot, diese Lücke ist relativ groß. Die ist teilweise, Sie sehen es hier mal im Vergleich, die ist viel, viel höher als in der Vergangenheit, also auch zu anderen Phasen, als es ganz gut war. Also vereinfacht gesprochen könnte man interpretieren, man befragt die Unternehmen, wie es ihnen heute geht. Sie sagen, so gut wie jetzt ging es uns noch nie, alles ist super. Und dann sagt man, wie sieht es in 6 Monaten aus? Dann kommt so, oh, es ist in Ordnung, aber wir sind skeptisch. Dann fragen Sie nächsten Monat wieder und dann kommt wieder, oh, wir waren ja skeptisch, aber wir sind positiv überrascht worden. Aber für die nächsten 6 Monate, da sind wir doch ein bisschen skeptisch.
Und das scheint ein Thema zu sein, was sich durchzieht, dass sowohl die Unternehmen als auch durchaus Anleger bei ihren Einschätzungen für die Konjunktur als auch für die Entwicklung der eigenen Geschäfte positiv überrascht wurden. De facto, Deutschland brummt, wir haben viel, viel zu niedrige Zinsen, dass wir dementsprechend Überhitzungstendenzen in einigen Branchen haben, dass wir Überhitzungstendenzen natürlich auch im Immobilienmarkt haben. Das liegt in der Natur der Dinge, weil letztendlich sind die Zinsen für Deutschland viel zu niedrig. Die Staatsanleihen von Deutschland liegen bei einer Rendite von 0,4%. Die müssten eigentlich eher bei 4% liegen, also 10-mal so hoch. Und sprich, wenn die Zinsen nur bei 10% dessen liegen, wo sie eigentlich sein müssten, dass es hier natürlich zu Fehlallokationen von Kapital kommt. Ich glaube, das ist dementsprechend deutlich. Aber auch auf globaler Ebene, wenn wir uns das anschauen im Zeitablauf, wie waren die Erwartungen an verschiedene konjunkturelle und volkswirtschaftliche Daten? Und wenn wir diese abgleichen mit den Daten, die dann real erreicht worden sind, dann sehen Sie hier unten, diese bei 0 ist im Endeffekt gar keine Abweichung stattgefunden. Und wenn wir hier drüber liegen, ist es eine positive Abweichung. Wenn wir hier drunter liegen, eine negative Abweichung. Und Sie sehen schon, alles in allem ist das Bild sehr, sehr positiv. Besonders die Eurozone, Sie sehen es hier, die Eurozone von den hier beobachtbaren Regionen, also sprich auch inklusive Schwellenländer, USA und China, die Eurozone mit der größten Abweichung, da war der Pessimismus gemessen an den realen Daten am größten. Und das erklärt auch, warum die Eurozone Geld angezogen hat, warum wir nach dem Ablauf des Superwahljahres 2017, was ohne sehr große Überraschungen vorangegangen ist, dass wir einen gewissen Optimismus hier sehen, der beflügelt wird durch fallende Arbeitslosenquoten und da insgesamt eine bessere wirtschaftliche Aktivität und der auch dafür sorgt, dass die Europäische Zentralbank so ein bisschen im Zwiespalt ist. Auf der einen Seite würde man eigentlich gerne die Zinsen erhöhen, weil die Konjunktur ist eigentlich gut. Auf der anderen Seite ist das Problem, die Inflation ist zu niedrig, sowohl die Kerninflationsrate als auch die Inflationserwartungen, die am Kapitalmarkt gehandelt werden, die sind zu niedrig und das ist momentan das Problem. Aber Sie sehen es wirtschaftlich, sieht es gut aus, deswegen wir können festhalten, die wirtschaftlichen Indikatoren, die sprechen ganz klar gegen eine Abkehr von der sinnvoll hergeleiteten und individuell angepassten Anlagestrategie. Das kann man so zusammenfassen, weil was letztendlich für starke Rückgänge bei Aktien sorgt, das ist eine Rezession. Also sprich, ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, weil der natürlich die Unternehmensgewinne erheblich belastet. Und wenn wir die aktuellen konjunkturellen Daten anschauen, dann sehen wir nichts von einer Rezession. Klar, gerade für die USA auf Sicht der nächsten 5 Jahre wäre aufgrund der Dauer des aktuellen Zyklus auch mal eine Rezession wieder zu erwarten. Aber aktuell zeigen die Indikatoren nichts, was dazu veranlassen sollte, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und die Aktienquote hier zu reduzieren. Dass es handwerklich innerhalb der Aktienquote einiges zu tun gibt, das habe ich Ihnen ja bereits vorher gezeigt. Aber alles in allem, wenn Sie eine Aktienquote von 50% haben, die zu Ihnen passt und die sehr gut diversifiziert ist über die verschiedenen Anlagestile, Sektoren, Branchen und auch global gestreut, dann muss man sagen, kein Grund, den Fuß hier vom Gas zu nehmen. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, ob es konjunkturell noch viel besser werden kann. Momentan ein Goldilocks-Szenario, in dem ja Konjunktur, Inflation ja wirklich hervorragendes Umfeld bieten. Aber wir haben natürlich viele Risiken, es ist nichts gelöst. Sie kennen die Probleme in der Eurozone, wir wissen die Kreditvergabe und die Schulden im privaten Sektor in China sind ein Problem. Eine Vielzahl, ein bunter Blumenstrauß an geopolitischen Spannungen. Aber meine Damen und Herren, diese geopolitischen Spannungen, die können Sie nicht timen, die werden Sie zeitlich nicht einschätzen können. Und von daher muss man sagen, danach seine Anlagestrategie auszurichten, weil eben die Verschuldung im Unternehmenssektor in China jetzt historisch hoch ist. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und dementsprechend beim Reinblick auf die Konjunktur muss man sagen, kein Grund von der passenden Anlagestrategie abzuweichen, zumindest nichts, was in den Daten hier aktuell erkennbar ist. Aber auch das muss gesagt werden, es gibt strukturell noch viel zu lösen, es ist nicht gesagt, dass das gelöst wird. Es gibt viele, viele Gründe, Skepsis zu sein, aber die Antwort auf diese Skepsis, die sind eben die handwerklichen Themen. Ausreichende Diversifikation im Portfolio, ein Anteil von Wachstumswerten, jetzt ihrer persönlichen Risikomentalität passt. Also das sind die Punkte, die dann die Bedingungen sind. Die Entwicklung der Märkte im aktuellen Jahr, na, was sollen wir dazu sagen? Sie sind hier dargestellt, ganz in grün, MSCI, Emerging Markets im US-Dollar, knapp 35% Aufschlag, also die Wertentwicklung hier, sofern es sich um Fremdwährungsmärkte handelt, immer in der entsprechenden Währung. Sie wissen,
Aufgrund der Euro-Aufwertung müssen wir da 8-9% abziehen, wenn wir die Währung nicht abgesichert haben. Aber wir sehen schon Schwellen in der Aktie mit einer sehr, sehr positiven Wertentwicklung. Wir sehen aber auch Aktienwelt, hier Aufschlag etwas über 19%, ein sehr, sehr positiver Wert. Aktien Europa auch 12,5% im Plus, Gold 11% im Plus und unten sehen wir entsprechend hier die Rohstoffe und Unternehmensanleihen im Euro gerechnet. Aber was wir momentan sehen, ist ein sehr, sehr starker Aktienmarkt und dementsprechend scheint der Aktienmarkt auch das vorweggenommen zu haben, respektive zu bestätigen, was die Konjunkturdaten dann geliefert haben. Man liest ja oft in Lehrbüchern, der Aktienmarkt nimmt die Entwicklung der Konjunktur 6 bis 9 Monate voraus. Und man glaubt ja immer, dass das, was in den Lehrbüchern steht, heute nicht mehr gilt. Zumindest für dieses Kalenderjahr muss man sagen, da waren die alten Schicken nicht ganz so schlecht, weil die Aktien sind gestiegen. Alle haben gedacht, die Aktien steigen nur, weil das Geld zu billig ist, weil es keine Zinsen mehr ist und alles künstlich. Und die kennen alle die Schlagzeilen. Am Ende muss man sagen, ja, das mag sein, Geld ist zu billig. Ja, manches mag künstlich sein. Aber am Ende des Tages haben wir auch konjunkturelle Daten und vor allem auch Daten auf Unternehmensebene gesehen, was die Unternehmensgewinne angeht, die durchaus positiv überrascht haben und dementsprechend ist die Entwicklung im Nachhinein auch durchaus plausibel. Also wachstumsorientierte Vermögensklassen mit einer sehr, sehr starken Wertentwicklung, man kann es nicht anders sagen, besonders wenn Sie dies in Kontext setzen zu den Renditen auf dem Tagesgeld, auf dem Festgeld, wo wir quasi bei Null respektive bei Strafzinsen sind. Wer Risiken eingegangen ist, der wurde auch entsprechend belohnt und so gehört es sich auch, weil die aktuellen Gewinne sind natürlich auch ein bisschen Schmerzensgeld für die schwierigen Phasen, die es am Kapitalmarkt gibt. Leider werden Sie die nicht timen können und jede Statistik wird Ihnen belegen, dass es sinnvoll ist, einfach investiert zu bleiben und nicht zu große Experimente zu wagen, was die Investitionsquote betrifft. Aus unserer Perspektive wurde natürlich die Entwicklung etwas belastet, weil der Euro stark aufgewertet hat. Nichtsdestotrotz, das Fremdwährungsrisiko im Portfolio sollte für einen typischen Anleger, naja, bei maximal 20-30% liegen, weil ansonsten einfach zu viel Schwankungsbreite durch die Währungsentwicklung hereinkommt. Also achten Sie ein bisschen drauf, wie viel Fremdwährung habe ich im Portfolio, aber auch das ist etwas, was wir bei der Vermögensstruktur und der Depotanalyse errechnen können. Also, kaufen Sie aktuell nicht das, was am besten gelaufen ist. Besonders rückblickende Rankings sind eine große Falle. Nur weil ein Vermögensverwalter, ein Aktienfonds oder ein vermögensverwaltender Fonds vielleicht das Dollarrisiko abgesichert hat, weil er es immer tut, sieht er heute besser aus als einer, der es nicht getan hat. Und das bringt Ihnen natürlich überhaupt nichts. Man muss sich die zugrunde liegende Entwicklung der Basiswerte anschauen, also der Aktien und der Anleihen, der Strategie insgesamt, und muss dann den Währungseffekt berücksichtigen. Und sich als Anleger die Frage stellen, will ich eine Währungsabsicherung, will ich keine, weil wir werden nie das Beste aus beiden Welten bekommen. Ich kann nicht profitieren, wenn die Währung für mich läuft und ich muss auch leiden, wenn sie gegen mich läuft, sondern die Kombination, die macht es und da hilft eben der Blick über das Kalenderjahr hinaus. Grundsätzlich auch hier nochmal die Anregung, viele halten ja physische Edelmetalle in der Vermögensstruktur, beispielsweise Silber im Zollfreilager, um das Ganze ohne Mehrwertsteuer zu gestalten, respektive auch Positionen im physischen Metall, konkret zum Beispiel eben auch Gold. Gold und Silber werden im US-Dollar abgerechnet. Dementsprechend, wenn Sie 10.000 Euro im Gold investiert haben, physisch in so einen kleinen Klumpen, dann haben wir natürlich hier auch die Entwicklung Euro-Dollar auf Ihre Goldposition. Und das müssen wir natürlich einbeziehen, wenn wir hier die Gesamtwährungsbetrachtung für das Vermögen vornehmen. Zinsen. Ich glaube, das ist der Markt, der momentan am verrücktesten ist. Also diejenigen, die glauben, weil der Aktienmarkt ein Allzeithoch ist, ist der Aktienmarkt der Markt, der wirklich verrückt ist. Da muss man sagen, nein, verrückt ist der Zinsmarkt. Und dementsprechend, das habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht. Und was Sie hier sehen, dieser blaue Balken, der zeigt Ihnen die Renditen, die Einkaufsrenditen verschiedener Anleihesegmente zu Beginn des Jahres 2003. In Grau zu Beginn des Jahres 2007 und in Rot, das sind die Daten mit den Schlusskursen vor wenigen Tagen, also respektive von gestern, also sehr aktuell. Da sehen Sie mal, für Hochzinsanleihen im Euro gab es mal 13%, heute noch 2,3%. Also meine Damen und Herren, das ist schon brutal, wenn Sie sich das anschauen. Ja? Die Renditen sind da wirklich implodiert. Ja? Nehmen Sie Unternehmensanleihen, 5% gab es mal. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, heute gibt es noch 0,9%. Die deutsche Staatsanleihe gab mal 4% und heute gibt es noch 0,3%. Und wenn wir nun mal ein kleines Rechenexempel machen, dann stellen Sie sich einen Anleger vor, der hat 50% in Unternehmensanleihen investiert.
und 50% in deutsche Staatsanleihen. Dann nehmen wir mal das Jahr 2007. Dann hat er einmal mit 50% 4,6 und mit 50% 0,3. Das kann man schön rechnen. Das sind 4,9 geteilt durch 2. Das sind eine Rendite von 2,45%. Ja, sorry, andersrum. Eben habe ich mich selbst überholt. Also wir nehmen die 4,6 und wir nehmen die 3,9 und dann kommen wir ja im Schnitt auf eine Rendite von 5,5, 8,5. Das heißt, dieser Anleger hat mit der Investition in diese beiden sehr sicheren Anlageklassen eine Rendite verdient von 4,25%. Mit sicheren Staatsanleihen und mit Unternehmensanleihen bester Bonität. Natürlich konnten damals Pensionskassen, Versicherungen, die Kollegen, die die Beitragsanteile ihrer privaten Krankenversicherung steuern, die Kollegen in den Versorgungswerken, die für Freiberufler ihr Geld anlegen, natürlich konnten die damals einen Rechnungszins von 4% erreichen. Das hätte jeder von uns gekonnt, weil die Renditen haben es einfach hergegeben. Und Sie sehen es jetzt aktuell 0,9 für die Unternehmensanleihen, 0,3 für die Staatsanleihen, in Summe 1,2. 1,2 geteilt durch 2 in diesem Beispiel ist 0,6. Und wenn Sie 0,6 mit 4,25% vergleichen, dann verstehen Sie, warum die Überschussbeteiligung Ihrer Lebensversicherung implodiert, warum man darüber spricht, ob Garantien noch zu halten sind und warum auch die privaten Krankenversicherer ihre Beiträge so massiv anheben müssen. Man verdient eben die ursprünglich kalkulierten Rechnungszinsen nicht mehr. Und da eine Zinswende in der Eurozone nicht absehbar ist, sehen wir auch hier einen Anlagenotstand bei den Kapitalsammelstellen, also Versicherern, Versorgungswerke. Und auch die lassen sich ein bisschen die Rendite-Risikoleiter nach oben treiben. Also das ist ein sehr, sehr großes Thema, was Sie nicht so stark in den Schlagzeilen haben, aber was aufgrund des Zinseszinseffektes viel, viel stärker wirkt, als wenn der deutsche Aktienmarkt heute mal 10% fällt. Da würde ich sagen, das ist irrelevant, aber dieses Zinsthema, was Sie hier abgebildet sehen, das ist durchaus dramatisch. Dementsprechend, dieser Anlagenotstand manifestiert sich auch in verschiedenen Zinsmärkten. Ich habe Ihnen mal beispielhaft hier mitgebracht, den Markt für Hochzinsanleihen, den wir eben gesehen haben, das ist hier in dunkelblau, diese Illiquiditätsphase in der Finanzkrise, da gab es einfach kaum Handel, dementsprechend sind die Renditen da explodiert. Aber was ich Ihnen grundsätzlich zeigen müsste, ist diese blaue Linie und in diesem Orange sehen Sie die Dividendenrendite am europäischen Aktienmarkt, also einem breiten Aktienindex. Konkret ist es der MSCI Europe, weil der DAX ist ein schlechter Index, der besteht aus 30 Titeln, die sind noch sehr konjunkturabhängig. Also der DAX ist ein sehr, sehr schlechter, eine sehr schlechte Benchmark für ein Aktienportfolio. Der MSCI Europe ist auch nicht gut, aber der ist einfach mal besser. Aber ich wollte Ihnen einfach mal zeigen, wie dramatisch es ist. Und Sie sehen hier unten dieser grünen Linie abgebildet. Das ist die Differenz zwischen der Dividendenrendite am Aktienmarkt, die natürlich nicht garantiert ist, und der Rendite von Hochzinsanleihen, die ja auch nicht garantiert ist, weil es kann ja zu Zahlungsausfällen kommen. Und was Sie hier sehen, wir hatten immer eine positive Differenz. Hochzinsanleihen haben mehr Rendite gezahlt, als die Aktien an Dividendenrendite hatten. Was ja auch klar ist, weil ich habe Unternehmen schwächerer Bonität, denen leihe ich mein Geld, also muss der Zins auch höher sein. Und was Sie jetzt sehen, ist hier, wir sind mit der grünen Linie unter der Nulllinie. Dividendenrendite Europa 3,09, Rendite Hochzinsanleihen 2,09. Und das ist schon eine Konstellation, die wir hier historisch, ich weiß nicht, ob noch nie beobachtet haben, aber zumindest solange ich die Kapitalmärkte aktiv verfolge und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, die letzten 30, 35 Jahre haben wir so eine Konstellation noch nie gesehen und die zeigt, wie dramatisch der Anlagenotstand auch ist und auch wie stark sich Anleger, sei es private Anleger, sei es professionelle Anleger, hier in einen Anlagenotstand hereindrücken lassen. Anders formuliert, man ist bereit, niedrige Renditen von schlechten Bonitäten zu akzeptieren, um nicht das Schwankungsrisiko des Aktienmarktes akzeptieren zu müssen. Und das ist natürlich schon eine Botschaft, die man mal zu Ende denken muss. Kommen wir noch kurz zum Thema Inflation. Sie wissen, die Europäische Zentralbank verfolgt ein Ziel von 2%. Inflationsrate in den jüngsten Daten wieder etwas schwächer. Die Erwartungen, die am Kapitalmarkt gehandelt werden, sie sind hier in Türkis für die Eurozone, okay, die sind mit 1,3% auch deutlich unter der 2%-Ziellinie. Dazu die Kerninflationsrate, auf die die Europäische Zentralbank sehr genau schaut, mit 0,9% auch zuletzt wieder schwächer. Und dementsprechend macht das aus Sicht der Europäischen Zentralbank auch Sinn, was sie getan haben. Man hat ja das Anleiheaufkaufprogramm im Volumen, reduziert man ja, gleichzeitig verlängert man die Laufzeit. Und das ist durchaus nachvollziehbar, weil man sagt, okay, wir sehen auf der einen Seite eine gute wirtschaftliche Aktivität,
Wir sehen eine fallende Arbeitslosenquote. Wir sehen eigentlich eine positive Dynamik, also wirtschaftlich gesehen. Aber die Inflationsrate, die läuft nicht mit. Und ich glaube, mit dem, was man jetzt kommuniziert hat, möchte man sich die Zeit verschaffen zu sehen, schlägt sich diese positive wirtschaftliche Dynamik in den nächsten 6 bis 9 Monaten positiv in der Inflationsrate nieder. Und wenn dann wirklich auch die Kerninflationsrate, also die Inflation, in der die Energiepreise nicht drinstecken, auch nach oben, dann hätte man das, was die Europäische Zentralbank haben will. Strukturell läuft es wirtschaftlich besser. Gleichzeitig sehen wir auch eine Inflation, die selbsttragend ist. Aber im Umkehrschluss, solange wir das nicht sehen, wird es keine großen Zinsänderungen geben. Vielleicht stellt man das Anleihekaufprogramm ein, irgendwann modifiziert es weiter. Aber auf der anderen Seite, dass die Zinsen wirklich im Leitzins so steigen, dass Zinsen wieder ein auskömmliches Einkommen generieren, meine Damen und Herren, davon können wir uns auf absehbare Zeit, und da reden wir über die nächsten mal mindestens 3 Jahre, definitiv verabschieden. Deswegen, was wir hier sehen, und für Sie als Anleger natürlich relevant, die reale Rendite von Staatsanleihen, also 10-jährige Staatsanleihe abzüglich der offiziellen Konsumentenpreisinflation in Prozent. Was wir hier sehen, das ist die Nulllinie. Wir sehen, wir sind hier deutlich drunter, also sprich in Deutschland auch negative Realzinsen. Und dass es dann natürlich auch verlockend ist, zum Beispiel Immobilien zu kaufen, diese günstig zu refinanzieren, die Mietverträge an die Inflation zu koppeln. Ich glaube, das liegt hier entsprechend auf der Hand. Also, die negativen Realzinsen, die treiben natürlich auch die Vermögenspreise und das natürlich auch auf globaler Ebene. Zusammenfassend kann man also sagen, man sollte sich damit befassen, dass die zinsbasierte Altersvorsorge ohne Zinsen nicht funktionieren kann. Sei es privat, sei es betrieblich, sei es Riester, sei es Rürup, spielt keine Rolle. Die Verpackung mag steuerlich und rechtlich anders sein, aber der Inhalt ist ja identisch. Dementsprechend muss jedes Produkt der Altersvorsorge auf den Prüfstand und die gesamte Ruhestandsplanung muss aktualisiert werden. Sofern Sie noch gar keine haben, sollte man zwingend eine erstellen. Ruhestandsplanung ist ein Thema, was für jeden relevant ist, egal wie viel Sie verdienen, egal wie viel Vermögen Sie haben, weil am Ende des Tages, der eine sagt vielleicht, ich habe eine Rentenlücke von 1.000 Euro und habe ein Vermögen von 150.000 liquide, der andere hat eine Rentenlücke von 5.000 Euro und hat 1 Million Vermögen. Planen müssen am Ende des Tages alle. Anderes wichtiges Thema, Investmentfonds werden ab dem 01.01.2018 neu besteuert. Die sogenannte Investmentsteuerreform, die bietet besonders im Betriebsvermögen von Kapitalgesellschaften sehr, sehr großes Gestaltungspotenzial. Aber auch auf der privaten Ebene gibt es da sehr viel zu tun. Also man muss sich überlegen, sind die Produkte, die ich halte, optimal steuereffizient für meine Vermögensstruktur? Also sprich, die Steuerstruktur folgt der gewünschten Verteilung der Vermögensklassen und nicht andersrum. Erst wirtschaftlich, erst meine gewünschte Verteilung der Vermögensklassen, dann überlegen, was kann ich steuerlich optimieren durch einen intelligenten Produktmix. Auch der Punkt, wie gehe ich mit möglichen Freibeträgen, die ab 2018 gelten, für Altbestände, die vor 2009 erworben worden sind. Also großes Thema, wir haben in der Vergangenheit schon das eine oder andere Video dazu gemacht, aber man sollte sich jetzt wirklich mal mit diesem Thema beschäftigen, auch da sind wir natürlich Ansprechpartner. Die starke Preisentwicklung an den Märkten, die führt dazu, dass die Depotstruktur von der echten Depotstruktur abweicht. Das müssen wir uns anschauen, das habe ich im ersten Teil dargelegt und auch müssen wir uns klar machen, dass wir positive Entwicklungen haben, sei es konjunkturell in der Eurozone, sei es im Sinne der Stabilität des Finanzsystems. Wir hatten Abwicklung von Banken in Spanien und Italien. Das hat am Kapitalmarkt niemand groß interessiert. Das Thema Griechenland haben die Kapitalmarktteilnehmer abgeschrieben, aber auf der anderen Seite müssen wir ganz klar, es gibt viele, viele Themen, die Verschuldung ist nach wie vor ein Thema, wir haben die Demografie, wir haben eine Globalisierung, die sich ändert, also sprich, Arbeit wird nicht mehr so in die Schwellenländer verlagert, sondern wird durch Roboter in den Industrienationen ausgeführt, um es mal sehr plakativ zu formulieren, das wird Effekte haben. Wir sehen momentan Kapitalmärkte, die eigentlich nicht mit einer wirklichen Inflation rechnen. Ich glaube, eine Inflationsüberraschung ist das größte Thema momentan, was die Kapitalmärkte wirklich durchrütteln würden. Also eine wirtschaftliche Entwicklung, die mit Inflation überrascht. Und ich glaube nicht, dass das auf Sicht der nächsten 1-2 Quartale der Fall ist. Da sieht es momentan eher so aus, Wirtschaftswachstum gut, Inflation bleibt niedrig, also herausragendes Szenario. Aber Blick über den Tellerrand hinaus könnte Inflation mal wieder ein Thema werden und dann sind natürlich die Vermögensklassen, die sehr zinssensibel sind, die werden dann natürlich leiden. Und wie hoch die in den Portfolios auch im Aktienteil aktuell gewichtet sein können, Stichwort
zinssensitive und defensive Sektoren am Aktienmarkt, haben Sie ja vorhin in der Analyse gesehen. Ja, hier haben wir es nochmal, Demografie, Digitalisierung, unveränderte Globalisierungseffekte, Stichwort auch Robotik, sind natürlich ein wichtiges Thema, was Potenzial bietet für gesellschaftliche, soziale und politische Spannungen. Stellen Sie sich nur alleine mal eine Wahl vor in Europa im Umfeld einer Rezession und nicht wie im Jahr 2017, wo wir schon die positiven konjunkturellen Effekte hatten, die doch dann dazu geführt haben, dass wir keine sehr großen Überraschungen bei den Wahlen gesehen haben. Also, schärfen Sie Ihren finanziellen Sachverstand, wie Sie mal ein Gefühl bekommen für Ihre aktuelle Vermögensstruktur. Das können Sie anonym und kostenfrei tun auf www.meinanlegerprofil.de. Das ist eine sehr vereinfachte und anonyme Weise, sein Komplettvermögen mal zu analysieren, also sprich mit Depotwerten, Versicherungen, aber auch den Rentenanwaltschaften, die für viele ein sehr, sehr großer Vermögensteil sind. Sie können Ihre finanzielle Risikobereitschaft messen, wie eine Schuhgröße. Schicken Sie uns dazu eine E-Mail mit Risikobereitschaft an die info@ypos-fp.de. Auch das aber im Feedbackbogen nochmal mit drin. Und am Ende des Tages sprechen Sie mit uns. Wir sind deutschlandweit vertreten mit Online-Conferencing-Software, Videokonferenzen und ähnliches. Auch das muss man sagen, sehr positiv an der Digitalisierung. Banken übergreifend aktiv und mittlerweile auch in der Finanz- und Ruhestandsplanung arbeiten wir mit unseren Kunden auf einer Plattform. Das heißt, es ist nicht so, dass wir planen und Sie kriegen Papier geschickt, sondern wir planen durchaus auch anonym. Sie können sich das Ganze online in einem gesicherten Zugang anschauen und können selbst auch mal sagen, was wäre denn, wenn ich jetzt mal die Inflation um einen Prozentpunkt verändere? Was wäre denn, wenn ich meinen Ruhestand um 3 Jahre vorziehe? Was wäre denn, wenn ich mein Depot umstrukturiere und die Renditeerwartung von 1% auf 3% verändere? Also sprich, Finanzplanung auch eben interaktiver. Da sind wir, ich sage das jetzt mal so, glaube ich, im Branchenvergleich momentan extrem gut aufgestellt und werden es auch weiterhin sein. Deswegen, egal wo Sie wohnen, man kann da wirklich super zusammenarbeiten, der Technik sei Dank. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich würde nun die Aufnahme beenden, sodass wir hier in vertrauter Runde noch Ihre Fragen und Anregungen diskutieren können. Alle, die sich nun ausloggen müssen, denen wünsche ich einen schönen Abend und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und bei dem Rest freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen. Erstmal vielen Dank, bis bald, auf Wiedersehen.